Also gut, machen wir noch mehr von diesen komischen Challenges, das Wort, das ich suche. Challenges. Hier oben haben wir alle, das heißt, da unten ist noch eine, die wir nicht haben. Und zwar der. Nein, oh mein Gott, alles passiert automatisch. Und. So. Die mit Cream. Let's go! Was will Cream von uns haben? Die Jagd nach Chao. Tritt gegen Cream an. Finde mehr Chao als sie und erreiche das Ziel. Ich dachte, dass Chao die Einzahl ist und dass Chao die Mehrzahl von Chao ist. Ah, Chao, das war was Schönes. So aus Sonic Adventures 2 Battle Zeiten. Allgemein Sonic Adventures 2. Sonic Adventures 2 Battle ist ja nur die GameCube-Illustration dieser, oder die GameCube-Variante dieses Spiels. Das Original heißt logisch Sonic Adventures 2 einfach, ne? Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp. Oh mein Gott, da war ein Chao. Da war ein Chao, verdammt. Ich wollte den Chao einsammeln. Zack. Auf, abwärts, da ist noch ein Chao. So. Oh, Kopf. Komme ich an den Chao noch ran dann? Nein, verdammt, der ist den Kopf benutzen müssen als Sprungbrett. So richtig fuck the police style. Boah, wie sie jetzt hier rumrennt und die ganzen Chaos einsammelt. Die Bitch. Ich darf das sagen, es ist ein weibliches Tier. Hey, wie soll ich denn das noch wettmachen? Die rennt da jetzt rum wie so eine Begaste. Und all die Chaos sind total happy, dass sie hinterherlaufen können. Verloren, was geht ab? Hat sie mich einmal überholt? Die kleine Hasen. Ich sag's jetzt nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Die kleine Hasen, weibliches Geschlechtsteil. So. Au, ich werde angepiekt. Ich habe kein Schimpfwort benutzt. Es ist ein hinterhältiger Hase. Warum müssen sie eigentlich in jedem Sonic-Spiel irgendwie neue Gefährten hinzufügen? Und warum bin ich jetzt da oben lang gegangen? Das war eine blöde Idee. Ich bin unverwundbar, das bringt überhaupt nichts. Außer die Chaos finden es voll knorke, wenn ich unverwundbar bin. So, oh mein Gott, das ist unverwundbar, wir lieben ihn. Bring ich mich jetzt um? Nein. Geiles Spiel, wenn man sich ab und zu mal fragen muss, bring ich mich jetzt um? Oh, da kommt sie wieder. Nein, du kriegst die nicht. Sie wollen alle mich haben. Ich bin viel cooler. So. Ha! Ha! Kannst mal sehen. Ich habe schon 11 Stück. Und was willst du jetzt tun? Wo muss ich überhaupt hin? Was muss ich jetzt machen? Ich habe 11 Stück. Sie hat schon 7 Stück. Oh mein Gott, was muss ich jetzt tun? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Was muss ich, was und warum? Das Spiel, das überfordert mich. Ich muss noch ins Ziel kommen wahrscheinlich. Bam, gewonnen um ein Chao. Mein Gott, war ich jetzt verwirrt, aber ich habe S-Rang erreicht. Selbst weil ich keine Ahnung habe, habe ich Ahnung. So gut bin ich. Geschwungener, was heißt das Wort, deutsche Wort für Mustache? Geschwungener Schnurrbart. Curly Mustache. So, 2D-Land ist hiermit komplett restauriert. Würde ich sagen, wir haben alle Challenges mit dem Retro-Sonic auf Speed Highway abgeschlossen. Und in City Escape wartet neue Herausforderungen. Das wird eine feine Sache, ne? Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier mal diesen hier. Wup, 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 wup. So. Und machen mit dem Neo-Sonic das Zeug hier. Zum Beispiel das hier. Los geht's. Los geht's. Doppelgänger rennen. Tritt gegen Sonics Doppelgänger an. Der eine cheatende Bitch ist. Die kleine Sau. In meiner Jugend hat man noch Cheater am Sack aufgehängt, an irgendwelchen Gebäuden. Ja, richtig. Wenn die Leute in solchen Spielen wie Mensch ärgere dich nicht geschummelt haben oder Monopoly, was man damals halt gespielt hat, bevor es dann Videospiele gab. So alt bin ich noch nicht. Also als ich, wenn ihr jetzt denkt, wow, Brini ist so 150 Jahre alt oder so. Als ich geboren wurde, gab es schon Videospiele. Also ich glaube, ich bin gleich alt wie das NES und ich habe mich gerade selbst getötet. So, drücken wir mal auf den A-Knopf. Das wäre auch so eine Sache. Ab und zu weiß ich bei Sonic-Spielen nicht so, darf ich jetzt einen Knopf drücken oder nicht? Das ist ein bisschen so ein Beat'em-up. Ah nein, wirklich? Und ich soll mir lieber sagen, sammel die Ringe ein, dann bist du nicht scheiße. Aber ich habe damals alle Ringe verpasst, die ich da nur annähernd gesehen habe. Ah ja, hör auf mich voll zu labern. Du bist echt so schlimm, dieses... Oh mein... Gott! Ich triff dir jetzt. Mario Kart Style. By the way, Mario Kart 7 auf dem DS, ganz klare Kaufempfehlung. Mini-Review von Brini, der Review war, kauft euch, fertig. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da unten war irgendwas, das leuchtet, das ist gelb, ist mir egal.
Y. Ah ja, gut, für den Sprint über die Ringe. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe wirklich keine Ahnung, was... Shit goes down. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen lieber, wenn man C-Viper bei Street Fighter spielt. Dinge explodieren und irgendwann hast du gewonnen. Oh mein Gott. Okay, da müssen wir durch. Es leuchtet bunt. Es ist unser Freund. Oh mein Gott. Oh, ich habe die tolle Regenbogen-Road verpasst. Die Regenbogen-Road? Geh doch einfach hoch, Sonic. Oh Gott. Oh mein Gott, Sonic. Du bist so fail. Du, was? Es ist nur eine Treppe. Es ist kein verdammtes Hindernis. Es ist eine verdammte Treppe. Was für ein Höhlenmensch bist du, dass du noch nicht weißt, wie man eine Treppe benutzen kann? Was ist das? Sind Stufen? Ja, ich bin so doof, es zu benutzen. Ja, hopperderp. Das ist wie wenn Leo eine Glasflasche findet. Mein Gott, was ist das? Es ist Glas. Hab ich nie gesehen. So. Jetzt drücken wir den X-Knopf, um hier voll den Turbo zu kriegen. Und alle wollen sie Sonic haben. Und da geht das Spiel in seine Grafikleistungsgrenzen, kann nicht mehr mithalten und ich renne einfach mal in alle Wände rein, die ich finde. Das Spiel kann absolut nicht mithalten. Es läuft wieder flüssig. Aber wir kommen nicht an unseren bösen Bruder ran, sozusagen. Boah, Zeit für Drifts. Zeit für Desorientierung. Das ist immer, was Sonic ist immer Zeit für Desorientierung, übrigens, also. Oh Gott, ich bin so schlecht. Davon ist er! Oh mein Gott, die Plattformen sind böse und... Und alles andere auch? Ich weiß es nicht, aber... Here we go! Auf und davon. Und da oben will ich rein. Wieder, oh mein Gott! Oh, gesandwiched. Und wir werden verlieren, ich sehe schon. Es erleuchtet schon rot oben. Das heißt, das Spiel sagt mir, du saugst. Hör auf zu saugen. Hör auf, in Autos reinzurennen. Jetzt habe ich keine Ringe mehr. Das heißt, jede Berührung ist tödlich. Chip can kill. Ich habe gleich keinen Turbo mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der Gegner ist. Ich springe einfach nur wild durch die Gegend. Bam, weg da. Oh, davon ist er, die Sau. Oh, komm schon. Ich sehe nicht hin. Oh! Ja. That's right. That's right. Genauso macht man das. Mein Gott, scheiße, war das knapp. Huh. Dann gehe ich hier mal aus dem Pool aus Schweiß heraus, wenn ich jetzt hier gerade warte. Nicht so, dass ich irgendwie Angst bekommen habe. Nein, war natürlich klar, dass ich das ohne Probleme knacke. Genauso wie ich jetzt diese behinderte Note kriegen werde. So. Und hier bin ich herausfordernd mit dem Schuh. Schuh. Zack. Los geht's. Driftübung. Schnapp dir beim Driften so viele Ringe wie möglich und erreiche rechtzeitig das Ziel. Das ist jetzt hier, ich wollte es eigentlich eine Anspielung auf Need for Speed Underground machen, indem ich Sonic Underground sage. Wobei der Gag ist, dass es wirklich Sonic Underground gibt. Es ist eine Serie, also ich weiß nicht, ob ihr das die noch kennt. Es gab ja verschiedene Sonic-Serien im TV. Und eine davon war eben Sonic Underground, mit dem wahrscheinlich epischsten Titelsong und der behindertsten Plotline aller Sonic-Spiele. Und Mexican Dake hasst diesen Titelsong oder die ganze Serie über alles. Aber ich finde es ziemlich catchy. Das ist so ein bisschen so Sonic Underground. Sonic Underground. Was ein bisschen Banane ist, halt bei dieser Serie, dass irgendwie Sonic und seine Geschwister, ja, Geschwister in dieser Serie. Das war wahrscheinlich der Anfang des Trends, dass Sonic irgendwie so zigtausend Co-Charaktere haben muss. Ich bin der schlechteste Sonic-Drifter der Welt, by the way. Und sie spielen alle Instrumente und da. Und irgendwie haben sie eine Band und. Frag mich nicht, wie es funktioniert, aber. Das ist sehr strange. Ich als Kind fand ja diese ultra schlechte Sonic-Serie, die Adventures of Sonic the Hedgehog, echt super geil. Weil halt alles, was mit Videospielen zu tun war, habe ich halt absorbiert wie ein Schwamm. Und deshalb gehört das auch dazu. Aber es gab ja später auch diese coole Serie, was sie alle so viel besser fanden, die ZAM-Version, wie sie alle genannt haben. Aber die fand ich gar nicht so geil dann als Kind. So, das war sehr einfach. Aber ich war wahrscheinlich sehr schlecht, weil. Meh. Egal. Das trifft uns gar nicht so einfach, bevor ihr jetzt sagt: Oh mein Gott, Brini ist so scheiße. Auch wenn ihr besser seid. Nein. Nein, bin ich nicht. Meh. So, Glocke läuten. Und dann Glocke schnappen. Nee, Unsinn. Endless Possibility. Was ist Endless Possibility? Egal. Oh, da ist so ein Chaotix-Typ aus Sonic Chaotix.
Espio, Tarnmeister, nur ein Suchlicht enthüllt Espio. Stell dich ihm und erreiche das Ziel in der Zeit. Das heißt, ich muss den Typ finden. Typ finden und dann noch ins Ziel kommen. Meine Güte. Ob du mich finden kannst. Die 18-Plus-Ausgabe von Sonic Generations. Und warum ruckelt es so extrem? Welchen? Da oben. Ich habe ihn gesehen. Und jetzt? Spiel, sagen, was ich tun muss. Ah, ich muss ihm auf die Fresse geben, okay. Die Musik geht richtig ab jetzt. Die zieht die Register aller Töne der Tonleiter. Zack. So. Tarnmeister Espio hier. So ein bisschen Licht und dann ist er schon zu sehen, die kleine Sau. So haben wir es gern. Da ist er. Man sieht ihn schon, aber er ist halt durchsichtig, ne? Würde Steak sagen, so, ne? Mein Gott, wie unfähig bin, diese behinderten Plattform hochzuspringen. Danke. Ayanzek Homing. Oh, home auf das, was wichtig ist. Den Gegner. Den Tarnmeister. Ich wollte der Tarnmeister Ezio. Ja, es ist Ezio aus Assassin's Creed. Nur in lila. Das Spiel sagt mir hier noch so, hey, drücke X, damit du nicht wie ein Depp da stehst, aber da hatte ich keinen Bock drauf anscheinend. In diesem Sinn sah ich dann aus wie ein Depp. Da steht er auch wieder. Da hängt er rum. Man sieht auch sein Ninja-Sternchen hier rumfliegen, aber ich wollte ihm da die Fresse geben, aber das Spiel hat gesagt, nee, du darfst ihn nicht anhomen. So, jetzt. Wunderbar, das haben wir gemacht. Und dann weiter, würde ich sagen. Egal, weiter. Geh doch weiter, du Igel. Perfekt. So. Wo bin ich? Ja, da bin ich. Okay, da, zack, da drüben steht er. Oder eben nicht. Hallo, spring gegen ihn. So, zack, aufs Maul gegeben. Das Anhomen von den Gegnern ist jetzt so mal nicht das, was so hundertprozentig klappen will. Ja, zack, wo bist du? Da bist du, Sau. Und natürlich springe ich voll in deinen Ninja-Stern rein. Wer bist du? Sephir war? Sephir war? So, da ist er. Hau ihn drauf. Genau, so sieht's aus. Zeigen, wer der Igel im Stall ist hier. Gibt es Igel in Ställe? Kann man Igel in Ställen halten? Gibt es Igel farmen? Oder werden Igel gar nicht gezüchtet? Ich meine, gibt es einfach nur freie Natur? Ich meine, was für einen Sinn hat es, Igel zu züchten? Sind die, haben die irgendeinen Nutzen? Essen die irgendwas Wichtiges? Also, keine Ahnung, so. Was machen Igel eigentlich? Also, ich finde, jedes Tier hat irgendwie so einen Nutzen. Es gibt ja, ist ja auch nicht so, dass das irgendwie ein Tier ist, das man isst. So ein Igelschnitzel, noch kein Schwein gehört. Was geht denn jetzt hier ab? Der teleportiert sich hier rum wie so ein. Keine Ahnung, Tier, das kein Igel ist. Was ist der eigentlich? Das ist ein Nashorn. Er hat so ein Nashorn, was soll ich sagen? Er hat so ein Nashorn, er hat ein Horn auf der Nase. Ezio, das Nashorn aus Assassin's Creed. Wenn ihr wisst, ob man Igel züchtet in Deutschland, dann sagt es. Ich glaube, man kann Igelfleisch kaufen. Ich habe irgendwas gelesen. Aber an so einem Igel ist da nichts dran. Dann machst du die Stacheln weg und dann musst du den ganzen Igel irgendwie so braten und auf die Semmel legen oder so. Eine Igelsemmel. Und Fail. Bäm, ich stehe einfach mal auf der Egg-Robot-Namen-Zone drauf hier, so. Gibt keinen Kommen, Illustration 090. So. Nachdem wir hier gegen das Einhorn, das letzte Einhorn gekämpft haben, gibt es hier noch eine Challenge. Und die machen wir jetzt auch noch. Auf los geht's. Zack, Speed Highway, steil nach unten, zerschlage die Kisten und bade hier rechtzeitig einen Weg nach unten zum Ziel. Okay. Machen wir das, Meister. Na los, los, du laufendes Snack-Semmel-Ding. Und es ruckelt echt, es ruckelt im Ladebildschirm hier. Das Spiel ist gerade die Xbox komplett überfordert. Bäm, alles wird zerberstet. Was für Kisten überhaupt? Yeah, die Ansicht ist auch nichts mehr Neues. Es übertut es ein bisschen. Mein Gott, wie das höchste Gebäude der Welt. Ja, würde ich ja gern. Wie macht das? Ah. Unspektakulär, aber gut. Effizient. Das ist das Gimmick. Wir spielen im Grunde jetzt hier eine Runde Mr. Digger. Heißt der Mr. Digger? Heißt das Spiel Mr. Digger? Ich weiß, das heißt Mr. Digger, aber in dem Fall ist es echt geil, dass das Spiel Mr. Digger heißt. Nein, wie heißt denn das Spiel? Ihr kennt es doch auch mal. Es ist ein bisschen wie Tetris, nur andersrum. Heißt es Mr. Digger? Es gibt es auch für ein DS. Und auch für ein Ding. Für die Xbox Live Arcade. Mr. Digger wäre geil, dann hätten wir so Simon Desue drunter von dem Mr. Digger. Na? Geilen Diggers?
Da ist eine Uhr. Nimm doch die. Er fliegt immer nach oben. Scheißegal. Oh, ja. Drück mal auf X, war eine gute Idee, Brini. Mein Gott. Mein Leben. Ach klar, ich kann ja einen Dropkick machen. Und ich kann voll in den Gegner reinspringen. Ich bin so geil. Bam. Einfach mal durchgeberstet. Es geht alles viel einfacher. Wie ich die Uhr einfach liegen lasse, weil ich die nicht brauche. Weil ich eh nicht. Oh, pass auf hier. Dropkick. Bam. Genau so sieht's aus. Der Igel ist zu Hause. Kein Bock auf zum Snack zu werden für die Münchner Schickeria. Nee, nee, nee. Da kann man nicht auf den Viktualienmarkt gehen und so einen kleinen, so beim Metzger, so einen leckeren Sonic Burger holen. Nicht solange ich nicht herausgefunden habe, bei welchem Züchter ist, die ich die schmackhaftesten Igel bestellen kann. Bam, geschafft. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben jetzt hier auch die ganzen Challenges gemacht mit dem Neo Sonic. Und deshalb mache ich jetzt, ich muss ein bisschen mich dehnen. Also nicht mich, aber die Stimme, damit ich hier über diese Ladebildschirmsequenz rauskomme. So. Ich glaube, wir haben einen übersehen. Nein! Nein, wo bist denn du? Da, okay, die machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.